Du musst dir vorstellen, wir kriegen nachts einen Anruf, dass vor unseren Ferienunterkünften ein Auto mit ausländischem Kennzeichen auf dem Gehweg steht. Und ob wir wüssten, wem dieses Fahrzeug denn gehört. Die Geschichte, die ich dir heute erzähle, haben wir mit unseren Apartments erlebt. Und es ist etwas, was bei der Erzählung schon wie so ein Märchen klingt. Doch genau so hat es stattgefunden. Mein Name ist Mustafa Nimat Ali und wir haben uns auf die Absicherung von Ferienunterkünften und möblierten Apartments spezialisiert. Und das nur dadurch, weil wir selbst Apartments angeboten haben und erkannt haben, dass man diese Apartments nicht so richtig absichern kann. Das heißt, mittlerweile betreiben wir 8 möblierte Apartments und haben uns damit mit der Absicherung für Ferienunterkünften spezialisiert. Zurück zur Geschichte. An diesem Abend haben wir den Anruf bekommen und konnten uns eigentlich nicht erklären, zu wem das Auto gehört. Wir haben natürlich trotzdem bei den Apartments nachgefragt, ob jemand denn wüsste, wem das Auto gehört. Und nachdem die Polizei dort gewartet hat und erkannt hat, zu wem die Unterkunft gehört, stellte sich nun, dass in unserer Unterkunft eine Übernachtung gebucht wurde von einer Person, die gar nicht in unserer Unterkunft war. Und die Person, die eigentlich in der Unterkunft war, war eine Person, die bei uns schon Hausverbot bekommen hat. Dazu gehen wir auf der Zeitachse ein wenig zurück. Wir haben damals eine Buchung über unsere Webseite erhalten. Und damals hatten wir noch nicht die richtigen Prozesse und Abläufe. Das waren eines der ersten Buchungen, die wir erhalten haben, sodass wir die Check-in-Anweisungen direkt zur Verfügung gestellt haben und daraufhin eine Rechnung gestellt hatten. Das ging erstaunlicherweise bei den ersten Malen auch gut. Doch bei dem dritten oder vierten Mal der Buchung kam einfach kein Geld rein. Und als wir dann nachgefragt haben, wurden wir nur vertröstet. Ja, das Geld ist schon unterwegs, ich habe das schon überwiesen. Und dabei stellte sich heraus, dass überhaupt nichts angewiesen wurde und wir letztendlich gar kein Geld dafür erhalten konnten. Das finde ich einfach so dreist. Du musst dir mal vorstellen, wir geben eine Dienstleistung. Diese Dienstleistung wird total ausgeschöpft und dann wird ja auch noch ins Gesicht gelogen, dass die Buchung bezahlt wurde. Wir haben daraufhin dann festgehalten, dass wir hier ein Hausverbot aussprechen und diese Person nicht mehr bei uns buchen kann. Wir haben das im Übrigen auch bei den Plattformen gemeldet, wo diese Person erstmalig bei uns gebucht hat. Und dann war das Thema auch für uns erledigt. Bis zu diesem einen Tag, wo das ausländische Fahrzeug auf dem Gehweg stand. Denn nun stellte sich heraus, dass diese Person über eine Freundin gebucht hatte, weil sie ja wusste, dass sie bei uns Hausverbot hat und hat also unter falschem Namen bei uns in der Unterkunft übernachtet. Und das Ganze ist nur aufgefallen, weil sie mit einem Freund unterwegs war und der entsprechend auf dem Bürgersteig geparkt hat. Am Ende stellte sich heraus, dass in der Unterkunft richtig laut gefeiert wurde. Die Wohnung war richtig verwüstet, eine Tür war kaputt und durch die Polizei haben wir herausgefunden, dass sie scheinbar auch noch in einer anderen Sache gesucht wird. Naja, das ist ein anderes Thema, hat nichts mit unserem Business zu tun. Doch was ich dir hiermit sagen will, jeder Gast birgt ein Risiko. Und das erzähle ich jetzt nicht nur, weil wir die Absicherung anbieten. Es ist die pure Realität. Und umso länger du im Geschäft tätig bist, desto mehr Geschichten hast du zu erzählen. Und wir werden in der Zukunft hier einfach transparenter mit den Geschichten in die Öffentlichkeit treten, um dir auch aufzuzeigen, was so alles passieren kann. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, was du daraus lernen kannst. Dann nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit den Buchungen. So haben wir daraus gelernt, dass wir nie wieder in Vorleistung gehen. Wir haben nun einen ganz klaren Ablauf, dass erst nach der Bezahlung die Check-in-Anweisung ausgegeben wird. Das Ganze kannst du mit deinem Channel Manager und entsprechend deinem Zahlungsanbieter, wir nutzen Stripe dafür, richtig gut automatisieren. Und zu dem Schaden, der jetzt in der Unterkunft entstanden ist, haben wir auch ein Learning mitgenommen. Wir haben daraus ganz klar festgehalten, dass wenn eine Schadenshöhe X entstanden ist, wir diese Schäden 1:1 beim Anwalt abgeben. Das Stichwort hier ist Schadensersatzanspruch. Wenn du wie in diesem Fall eine Buchung hast, die weder über Airbnb noch über Booking oder anderen Plattformen getätigt wurde, dann bleibst du auf Deutsch gesagt auf diesem Schaden sitzen, wenn du es nicht rechtlich verfolgen kannst. Wenn du jetzt bei dieser Geschichte schon merkst, hey, das sollte ich vielleicht mal genauer prüfen lassen, rund um dieses Video findest du einen Link. Geh über diesen Link, buch dir ein unverbindliches Erstgespräch mit unseren Experten und lass dein Vermietungsgeschäft mal
mal richtig prüfen, welche Risiken es gibt und wie du diese Risiken vor allem in einem Konzept absichern kannst. Teile diese Folge gerne mit Freunden und Bekannten, die ebenfalls in der Vermietung tätig sind, und hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar mit deinem Feedback. Was hast du für Geschichten erlebt? Schreib es uns gerne, entweder wenn du gerade als Podcast das Ganze hörst, als Kommentar über Spotify beispielsweise oder als Kommentar zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Buchungen wünsche ich dir.